So, liebe Flightzimmerfreunde, jetzt fliegen wir mal eine Platzrunde mit Fluglehrer und Flugschüler mit einer Cessna 172. So, die Kontrolle vor dem Start ist erledigt. Die Klappen sind auf 10 Grad gesetzt. Wir können starten. Langsam das Gas reinschieben. Jetzt lässt du die Maschine auf 60 Knoten beschleunigen. Bei Erreichen von 60 Knoten das Bugrad abheben, kurz danach das Flugzeug vom Boden. Ja, so ist es richtig. Jetzt steigen wir geradeaus in Landebahnrichtung bis zu einer Höhe von ca. 500 Fuß Anzeige. Jetzt erreichen wir gleich 500 Fuß, dann zu einer Rechtskurve eindrehen und weiter steigen in dem Querabflugteil mit ca. 70 Knoten. So, jetzt fahren wir die Landeklappen auf 0 und steigen weiter mit ca. 70 Knoten. So, wir steigen jetzt bis auf ca. 950 Fuß. Dann nehmen wir mit Hilfe des Höhenruders die Nase nach unten und beschleunigen das Flugzeug dann auf 100 Knoten. Bei Erreichen von 100 Knoten nehmen wir die Drehzahl zurück auf ca. 2300 Umdrehungen. So, wenn du jetzt deine 100 Knoten erreicht hast, drehst du ein in den Gegenanflug. Der Gegenanflug ist der Teil der Platzrunde, der parallel zur Landebahn entgegen der Landerichtung ist. Jetzt fliegen wir geradeaus im Gegenanflug mit einer Höhe von 1000 Fuß und einer Geschwindigkeit von 100 Knoten. Die Drehzahl am Motor beträgt dabei 2300 Umdrehungen. Jetzt schauen wir mal rechts raus, wo die Landebahn ist. Ja, die Landebahn ist zu sehen, wir sind parallel dazu, müssen also den Gegenanflug noch ein wenig ausdehnen. Kurz vor Erreichen der Kurve den Queranflug nehmen wir etwas Gas raus auf ca. 2000 Umdrehungen und jetzt lassen wir die Maschine schon langsam sinken und auch die Fahrt geht jetzt zurück. Die Fahrt wird nun auf ca. 80 Knoten reduziert und die Höhe auf ca. 700 Fuß Anzeige. Anschließend fahren wir die Landeklappen auf die erste Stufe 10 Grad.
Nach einem Blick nach rechts, wenn wir die Landebahn sehen, beginnen wir die Kurve zum Landeanflug. Die Landebahn liegt nun direkt vor uns. Jetzt planen wir unseren Sinkflug anhand der weißen und roten Lichter. Ideal ist, wenn zwei weiße und zwei rote Lichter zu sehen sind, dann haben wir den richtigen Gleitwinkel und kommen genau bis zum Aufsetzpunkt der Landebahn. Nach Erreichen eines stabilen Gleitflugs zur Landung setzen wir die Klappe auf die zweite Stufe. Bei solch einer langen Landebahn brauchen wir nur die zweite Stufe. Bei kürzeren Landebahnen nehmen wir nachher auch die dritte Stufe der Landeklappen. Den Anflugwinkel regulieren wir nur mit dem Gashebel, nicht mit dem Höhenruder. Das ist die einfachste Art, um das Flugzeug stabil im Landeanflug zu halten. Ganz wichtig ist, dass die Geschwindigkeit von 65 Knoten nicht unterschritten wird. Jetzt kommt der Punkt zur Landung. Das Gas wird herausgenommen, die Nase wird leicht angehoben und das Flugzeug setzt sauber auf. Carsten, prima, das war eine schöne Landung. So, liebe Flightsimmer, ich hoffe, das ist euch eine kleine Hilfe, wie man eine Platzrunde fliegt. Wir sehen und hören uns in nächster Zeit wieder mit weiteren Manövern, die wir fliegen.